We've invited a journalist for an unusual experiment. Was für eine Karre ist das denn? He had no idea what he was getting into, which was, to be frank, Wen haben wir denn da? A car seat. What the hell is this? Ich wirklich kurz, das wäre jetzt hier so eine Roboternummer. Ja, Thorsten, dann steig mal ein. Zieh dich da mal an. Ja, okay. Jetzt kommt doch das Visier, ne? Ja. So. Bitte schön. Immer, go. Okay. What may appear like the perfect setup for a prank actually is part of research Ford is conducting into how autonomous vehicles can communicate with pedestrians and cyclists. Experimenting with different colours and different signals, a light bar helps pedestrians to understand whether a car intends to stop and give way or to pull forward. The goal is to develop a universal communication everyone can easily understand. Die Leute am Anfang haben ein bisschen stutzig geguckt und dann haben sich dann irgendwie einen Reim draus gemacht und sind dann auch im richtigen Moment gegangen. Ja, der Weg scheint schon der richtige zu sein. Also man muss irgendwie mit den Leuten kommunizieren. Erstmal sind die Leute hochgradig beeindruckt, weil man sowas einfach noch nicht kennt. Weil das einfach noch nicht zum Straßenbild gehört und weil man auch davon ausgeht, dass das eigentlich einfach noch nicht gibt. Ja, man muss natürlich wissen als Fußgänger, Fahrradfahrer, wo man dran ist mit autonomen Autos. Wenn ich mit dem Fahrrad über die Straße fahre und das Auto kommt auf mich zu, dann muss ich ja schließlich wissen, was das Auto als nächstes tun wird. Such a communication can help ensure people trust the safety and reliability of autonomous vehicles in a future that is just around the next corner.